So. Da unten schwimmt noch irgendwas rum, wahrscheinlich das Schwarzpulver. Da ist noch ein Creeper. Und da hinten gibt es einen Sog von Wasser. Und das ist genau der Gedanke, den ich hätte. Was ich mir halt überlegen könnte, ist, dass wir da hinten mal versuchen, eine kleine Falle zu bauen. So, hier gibt es den Creeper noch. Nein, es gibt ihn da nicht mehr. Doch, es gibt ihn noch. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich da jetzt hin, ohne dass ich mich und die Hälfte der Einrichtung in die Luft jag. Also es war vielleicht gar nicht so pfiffig zu sagen, okay, das hier vorne ist offen. Vielleicht müsste ich mir da noch einen kleinen Mechanismus überlegen. Ja, ich denke, ich muss da mal ein bisschen experimentieren. Ich habe da so eine Idee, was ich machen könnte. Dazu müsste ich allerdings erstmal ein bisschen was finden. Und was ich mir jetzt erstmal besorge, ist Schwert. Wieso eigentlich Holzschwert? Inventar. Da habe ich doch irgendwo. Ach so, deswegen ein Holzschwert. Weil ich es kaputt machen wollte. Können wir ja machen. Dann würde ich dich mal wegmachen. Und dann würde ich euch da hinten mal wegmachen. Und ich brauche hier jetzt eh bald wieder neue Steine. So. Und dann würde ich hier mal anfangen zu sagen. Oh, ich habe gerade gedacht, da wäre ein Creeper. So. Dann würde ich hier jetzt mal anfangen zu sagen, hey, okay, wir bauen den Innenbereich unserer Mauer. Fangen ihn zumindest mal an. Zack. Und dann geht's hier zurück. Und dann müssen wir noch gleich wieder zum Steinbruch gehen. So ist das halt. So. Genau, Steine hätte ich jetzt keine mehr. Da war irgendwo ein Zombie, der da original nicht hätte sein sollen. Und ich würde ganz gerne die Spinne mal erledigen. Jetzt gibt es da aber zwei. Würde die Spinne ganz gerne deswegen erledigen, weil ich nämlich eben diese Seile möchte. Wunderbar. Weil ich mir dann nämlich einen Bogen machen wollen würde. Okay, das heißt, zack, zack und zack. So, und dann 1, 2, 3. Perfekt. Hätten wir einen Bogen. Und dann müsste ich jetzt nur noch Pfeile machen. Und die gingen, glaube ich, so und so. So und so. Feuerstein. War es nicht Feuerstein? Wir schauen mal andersrum.
Also ganz ehrlich. Das, da hättet ihr wirklich sagen, da hättet ihr wirklich toleranter sein können. Also echt. Zack. Und zack. Dann hätten wir vier. Und würden dich da draufhauen. Machen wir vielleicht mal so. Und dann machen wir den Spaß hier wieder zurück. Und dann würde ich mal in die Kisten schauen wollen. Weil da haben wir ja ganz viel Gezuppel. Oh, seht ihr? Schneesturm. An einem hellen Sonnentag gibt es ja einfach mal einen Schneesturm oder einen Hagelschauer oder wie auch immer. Finde ich aber eigentlich ganz geckig. Ja. So, wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. Jetzt machen wir mal hier diese Pflanzentruhe für zu Pflanzen mit Düngeerde und allem Möglichen. So wie es halt ist. Samen kämen dahin, Blumen kämen dahin. Dieses Gartenwerkzeug käme dahin. Dann würde ich die Erde, Erde, Erde sagen. Blume, 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 Blume. Dann würde ich die Blume hier wegnehmen. Blume, Blume. Pilze ist in Ordnung. Äpfel. Weiß ich gerade nicht. Kann man die Erde wieder hoch? Ach komm. So ein Blödsinn. So. Und dann will ich dich mal dahin tun und dann dich da und dann haben wir dich mal hier unten. Und dann wäre ich mit der Erde auf jeden Fall erstmal bedient. Und wir würden hier. Autsch. Dann erstmal in aller Ruhe auf den Boden fallen. Nein, da wollte ich ja nicht hin. Was haben wir hier? Blume, Blume, Blume. Setzlinge. Irgendwelches andere Gezuppel. Und wie schaut's denn hier? Da hätten wir Andesit, Granit und Diorit. Zack, zack, zack. Könnte man die beiden mitnehmen? Wobei ich bei denen jetzt gerade gar nicht wüsste, wofür ich die bräuchte. Nehmen wir das mit und das mit. Und dann können wir den Rest mit Erde auffüllen. Und dann geht's halt wieder zurück. Und ich würde eigentlich bei Erde gerade mal sagen, für einen Anfang. Einfach damit wir hier ein bisschen Platz haben. Okay. So, also hauen wir die Erde wieder weg. Und wir hauen natürlich auch die Blumen weg. Und die Setzlinge. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Ich will wieder das Schwert nehmen. So. Okay. Da haben wir jetzt momentan nur Erde und das. Und dann würde ich das Gezuppel hier mal wegnehmen. Und dann können wir hier dieses Gezuppel nehmen. Nämlich das da, das da, das da, das da, das da, das da, das da. Das war natürlich alles Blödsinn, dass ich das versucht habe. Und dann würde ich die Erde noch umlagern, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt bringen wir erstmal diese bescheuerten Blumen weg. Wobei ich da noch nicht so wirklich weiß, was ich damit anfangen soll. Färben, ja, gut und schön, aber nicht meine Welt. Okay. Apfel können wir eigentlich mitnehmen. Haben wir hier wieder was zum Essen? Haben wir hier Kohle? Haben wir hier noch irgendwas, was wir unbedingt brauchen? Nö, eigentlich nicht. Dann können wir wieder zurückdüsen. Patsch. Und nehmen die Erde mit, die wir dann schön in diese Kiste umlagern. So. Zack und zack.
Und dann haben wir das eigentlich auch schon fast geschafft. Ja, die restliche Erde, die nehmen wir dann halt mit nach vorne. Da haben wir hier Kies. Den können wir eigentlich auch mitnehmen, Andesit, Granit. Wo gehe ich denn hin? Na, wo warst du? So, wir gehen wieder ins Bettchen. Ich habe keine Ahnung, was das Problem von diesem Bett ist. Sakra. Nein, Kiste voll. Ey, Inventar voll, meine ich. So. Dann würde ich hier Erde ablegen und Erde ablegen. Und Stein, Stein, Stein. Hier kommt nochmal die Erde hin. Kann man hier Kies, Kies, Kies. Das ist alles Erde. Dann würde ich hier Kies, Kies sagen. Kies, Kies. Und den Sand, den weiß ich nicht, wo ich den hin soll. Knallen wir vielleicht auch mal rein. Wobei aus dem Sand können wir eigentlich fast Glas machen. Ja gut, Kruschelkiste habe ich eigentlich oben. Dann nehme ich die eigentlich nochmal mit und tue die nach oben. So. Da ist einfach nur Gezuppel drin und dann würde ich hier sagen, jupp. Sehr giftig. Kugelfisch, sehr giftig. Okay. Das Glas würde ich auch nochmal wegtun. Dann würde ich hier vielleicht mal ein paar Pfeile mitnehmen. Interessant, dass ich Pfeile habe, aber keinen Bogen. So, die Samen will ich nach außen. Tintenbeutel ist okay. Den würde ich wegtun. Fängt Fische im Wasser. Ja, wobei Pilze ist eigentlich Lebensmittel. Deswegen können wir die hier schon lassen. Das Leder könnte man da eigentlich auch lassen. Ich bin gerade am Überlegen. Was habe ich denn als Rüstung? Rüstung würde passen. Das heißt, da bräuchte ich auch eigentlich kein weiteres Leder mehr. So. Ich bin gerade noch ein bisschen am sinnieren. Was haben wir denn da draußen? Eigentlich. So, das haben wir und das haben wir. Gut. Die Pilzsuppe könnten wir ja auch mal machen. Dazu bräuchte ich aber eine Holzschale. Zack. Dann hätte ich da sogar zwei und dann könnte man da sagen, zack.